Außerhalb der Ortschaft von Palmarigi in der Nähe des Hügels Monte Juzzo genannt, steht eine kleine Felsenkapelle. Was das Äußere kennzeichnet, ist die absolute architektonische und stilistische Schlichtheit ohne jegliche Dekorationselemente. Die Fassade hat eine Satteldachform und einen sehr alten und suggestiven Glockengiebel als religiöse Dekoration. Sehr wahrscheinlich wurde sie im 16. Jahrhundert infolge eines Zusammenbruchs errichtet, der fast alles zerstörte. Ihr Innere ist sehr schlicht. Es gibt nur einen kleinen Altar und ein Fresko der Madonna von Konstantinopel. Jeden ersten Dienstag im März, das heißt der Tag des Fests der Madonna von Konstantinopel, pilgern die Bürger von Palmarigi traditionsgemäß hierher. Nach der Heiligen Messe sind die Anwesenden gewohnt, unter den wunderschönen Olivenbäumen, die die Kapelle umgeben, zu schlemmen. Es handelt sich um eine gemeinsame Feierlichkeit und die Kapelle der Madonna von Konstantinopel, auch Madonna des Bergs genannt, stellt das Haus aller dar.